Nähe auf Distanz. Intimität ist ein weit gefasster Begriff, der sehr viel mehr beinhaltet als nur Sexualität oder körperliche Nähe. Sie umfasst jede Handlung und jeden Umstand, die es mit sich bringen, sich anderen Menschen zu öffnen und ein Stück von sich selbst preiszugeben. Diese Übung gelingt manchen Menschen spielend. Sie erzählen mitunter sogar völlig Fremden ihre intimsten Geheimnisse. Wieder andere Personen tun sich von Haus aus schwer damit oder haben entsprechend schlechte Erfahrungen damit gemacht, Informationen über sich, ihre Gedanken und ihre Gefühle preiszugeben. Zu groß ist die Gefahr, dass Details über unser Leben früher oder später gegen uns verwendet, weitererzählt oder anderweitig missbraucht werden. Leider ist Angst vor Intimität, dem zwischenmenschlichen Miteinander, nicht gerade förderlich. Wer ständig Mauern errichtet, lange bevor ein Feind überhaupt in Sichtweite ist, wird mit nichts anderem mehr beschäftigt sein und unter Umständen wertvolle und wunderschöne Momente verpassen. Die folgenden 7 Schritte, die wir dir in unserem heutigen Video vorstellen, können dir dabei helfen, deine Angst vor Intimität zumindest ein Stück weit abzubauen, wenn du bereit dafür bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Sprich Klartext, wenn möglich. Angst ist häufig ein Kind von unklaren Verhältnissen. Wenn es dir gelingt, öfter eine klare Ansage zu tätigen, wird sich mehr Sicherheit in deinem Leben etablieren. Lerne unbedingt Nein zu sagen. Es gibt auch höfliche und freundliche Versionen davon, aber sie alle müssen eine deutliche Sprache sprechen. Wenn dir irgendetwas Unbehagen bereitet, kann Kommunikation sehr oft die Lösung dafür sein. Umgekehrt bringt es dich hingegen kein Stück weiter, wenn du nur deinen Gedanken nachhängst und von einem Was-wäre-wenn-Szenario zum nächsten lebst, ohne jemals Klarheit zu erlangen. Das Leben ist zu kurz für Unausgesprochenes und vor allem für unklare Verhältnisse. Mit jeder Antwort, die du erhältst, lässt du deine Angst vor Intimität auch immer ein Stück weiter hinter dir. Und irgendwann, versprochen, bist du am Ziel. Nummer 2. Setze klare Grenzen. Wenn du Angst vor Verletzungen hast, kann eine deutlich gezogene Grenze dann und wann dich ausreichend davor schützen. Lerne, wo deine unsichtbaren Markierungen verlaufen, die fremde Personen nicht ungefragt überschreiten dürfen. Diesen Radius definierst du für dich allein. Er kann von Mensch zu Mensch variieren, je nachdem, wie groß das Vertrauen bereits ist, das dieser sich verdient hat. Ständig der Erwartungshaltung anderer zu entsprechen und widerstandslos ihre Forderungen an dich zu erfüllen, ist kein gesunder Weg, um echter Intimität eine Chance zu geben. Gerade am Beginn neuer, romantischer Beziehungen macht es absolut Sinn, die Bereiche abzustecken, wo das eigene Wohlbefinden zu leiden beginnt. Toleranz ist gut und recht, darf aber nicht wichtiger werden als dein persönliches Empfinden. Nummer 3. Vertraue denen, die es sich bereits verdient haben. Wie bei jeder Angst, die es zu überwinden gilt, lohnt es sich auch bei jener vor Intimität, kleine und machbare Schritte in die richtige Richtung zu setzen. Sie führen dich besser ans Ziel als umwälzende Veränderungen und ein spontanes Durchbrechen von Routinen. Übe Vertrauen also dort, wo es dir im Ansatz schon gelingt oder zumindest leichter fällt. Das Gute daran? Die Übung macht mit der Zeit auch hier den Meister. Wie schnell du dich in weiterer Folge daran wagst, mehr Menschen in deinem Leben teilhaben zu lassen, entscheidest ohnehin du selbst, ganz allein und niemand sonst. Nummer 4. Finde heraus, wovor genau du Angst hast. Worauf genau begründen sich deine Vorbehalte gegenüber Intimität? Kannst du nachvollziehen, wann und warum diese Angst vor Nähe ihren Ursprung genommen hat? Häufige Gründe dafür sind zum Beispiel die Angst vor Zurückweisung, Angst vor dem Verlassenwerden, Geschichte der Trennung, Angst kontrolliert zu werden und Angststörungen. Jeder Mensch ist immer die Summe seiner Erfahrungen. Diese tragen wir mit uns herum und bringen sie auch in jede neue Beziehung mit. Da kann im Laufe des Lebens schon ganz schön viel Gepäck zusammenkommen. Allerdings geht das den allermeisten Menschen so.
Du bist damit nicht allein und eine neue Partnerin oder ein neuer Partner hat vielleicht ganz Ähnliches erlebt wie du und mit denselben Vorbehalten zu kämpfen. Ein aufrichtiges Gespräch zu gegebener Zeit kann hier schnell Abhilfe schaffen. Nummer 5. Kenne deinen Wert. Sich selbst wertzuschätzen ist in jeder Lebenslage eine wichtige Voraussetzung. Nur wer seinen Selbstwert pflegt und hochhält, kann auf Augenhöhe in Verbindung mit anderen Menschen treten. Stelle daher dein Licht niemals unter den Scheffel und gehe einer Verbindung lieber aus dem Weg, wenn sie an deinem Ego kratzt oder dir sonst in irgendeiner Weise nicht gut zu tun scheint. Du bist es wert, geschätzt, respektiert und geliebt zu werden. Nichts weniger solltest du von deinem Umfeld verlangen. Wer diesen Preis nicht zu zahlen bereit ist, verdient weder dein Vertrauen noch deine Gesellschaft. Nummer 6. Hab Geduld. Angst vor Intimität ist nichts, das sich mit einem Wimpernschlag kurieren lässt. Es gibt weder einen Zauberspruch noch eine schnelle therapeutische Lösung dafür. Je nachdem, wie stark ausgeprägt deine Angst ist, solltest du auf jeden Fall professionelle Hilfe in Erwägung ziehen. Wenn deine Vorbehalte jedoch nur auf schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit basieren und du grundsätzlich bereit dafür bist, diese gegen gute in der Zukunft einzutauschen, bestimme einfach selbst das Tempo. Du wirst es recht bald erkennen, wenn ein Mensch in dein Leben tritt, der es wert ist, über deinen Schatten zu springen. Bis dahin gibt es keinen Grund, etwas zu überstürzen. Das Timing des Lebens ist nicht immer gleich auf mit dem unseren, dafür aber immer perfekt. Nummer 7. Keine Angst vor einem Neustart. Hinzufallen ist bekanntlich keine Schande, liegen bleiben hingegen schon. Genauso verhält es sich auch mit dem Versuch, Intimität zuzulassen, wenn es einem nicht so leicht fällt. Es wird wahrscheinlich auch in diesem Bereich immer wieder mal zu Rückschlägen und Enttäuschungen kommen. Das liegt an der menschlichen Natur einerseits und an dem ständigen Wandel andererseits, dem unsere weltliche Existenz nun einmal unterworfen ist. Neue Menschen kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und sich auf unbekanntes oder ungewohntes Terrain vorzuwagen, ist immer mit einem Risiko verbunden. Doch gewinnen kann leider nur, wer sich ein Los kauft. Die Angst hat dann gewonnen, wenn sie uns lähmt und unser Leben bestimmt. Dazu darf es nicht kommen. Unser heutiges Fazit: Angst vor Intimität ist weit verbreitet und stellt viele Menschen vor ein Problem. Einerseits möchte man neue Bekanntschaften, Freundschaften oder Beziehungen knüpfen. Andererseits besteht eben auch immer ein mindestens 50%iges Risiko, dass wir dabei verletzt werden. Wer diese Erfahrung immer wieder machen musste, wird irgendwann tatsächlich genug davon haben und das Projekt Intimität ad acta legen. Wie viele gute Erfahrungen und schöne Momente dabei verpasst werden, kann man nur schätzen. Wie jeder mutige Versuch ist nämlich auch das Fassen von Vertrauen ein überwältigendes Erfolgserlebnis, wenn es gelungen ist. Wer jemals im Schwimmbad am Rande des 10-Meter-Turms gestanden hat und irgendwann tatsächlich gesprungen ist, kann das Gefühl erahnen, das sich einstellt, wenn der eigene Mut die Angst bezwingt. Courage ist sorgsam zu dosieren. Wenn sie jedoch einmal die Oberhand gewonnen hat, kann uns so schnell nichts und niemand mehr ausbremsen am Weg durch unser Leben. Am allerwenigsten die Angst. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.